Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Let's Play Assassin's Creed 3. Und wir sind gerade auf der Suche nach Charles Lee und sind da in der letzten Folge auf einen Franzosen gestoßen, der hier so rumblickt. Und da werden wir mal schauen, was er denn überhaupt hier genau will. Oder ist das Charles Lee? Nein, das ist leider nicht Charles Lee. Das sind die Franzosen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke es mal. Und hier wird geschossen. Dann noch, mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Ach du Heilige! Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle Mann zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ja! Ich gegen die ganze Armee, das ist super! Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami! Beste, den habe ich noch nie vorher gesehen. Mal eine lustige Folge hier. Hoffe ich mal jetzt, dass ich jetzt ein paar Leute getroffen habe. Sehr schön. Bam. Warum haben wir bloß eine Kanone? Connor steht da bloß da und macht nichts. Na, das wird ganz schön gefährlich hier. Ist das Pferd jetzt down? Ja, schön. Also nicht, dass ich hier was gegen Pferde habe, ne? Aber da saß ein wichtiger General drauf, der uns hier bestimmt noch Schwierigkeiten gemacht hätte. Und das sind ja auch keine Franzosen, sondern es sind doch Patrioten, aber die Seite an Seite mit den Franzosen. Kämpfen. Perfekter Schuss. So. Jetzt müssen wir uns wieder in diese Richtung hier drehen, weil da kommen immer mehr Leute hier. Na? Kanone abfeuern. Aber wir werden immer weniger Patrioten. Das ist kein gutes Zeichen. Bin gespannt, ob wir das schaffen. Das wird sie aufhalten. Was ist das, was wir da machen müssen? Ah, verstehe. Wir müssen die roten Punkte ausschalten. Sagt das mir doch einer. Was? Warum stehen die jetzt wieder aufgestanden? Ach so. Aber leider nicht alle getroffen. Schade eigentlich. Das ist wirklich schade. So, die da hinten, die sehen mir noch gefährlich aus. Und tschüss. Das wird
aufhalten. Bleiben uns jetzt noch 31 Sekunden, um das hier alles platt zu machen, oder haben wir es dann geschafft nach der Zeit? Ich glaube ja, wir haben es geschafft nach der Zeit, oder? Ich glaube, das wäre das Rot. Wenn wir es in der Zeit schaffen müssen, wäre es Rot. Wir schlagen sie doch noch zurück. Das verschafft uns mehr Zeit. Oder? Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Jetzt entscheidet sich's. Geschafft. Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Hinrichtungen von Patrioten verhindern. Was? Hinrichtungen? Was? Können wir nichts mehr tun. Zurück zum Lager. Kann ich ihm helfen? Kann ich den tragen? Kann ich irgendwas machen? Mann! Warum kann ich dem nicht helfen? Ich kann nichts machen, ich muss. Wir müssen uns verpissen hier. Worauf schießen die? Zurück zu den anderen. Ich erledige das. Jetzt aber schnellstens weg hier. Die Scheune. Oh mein Gott. Alles rot rücke da an der Mühle. Ich glaub's nicht. Was? Du Brüder! Wir müssen etwas tun, und zwar schnell! Achtet nicht auf die Rotröcke! Geht zu den anderen! Wir müssen uns aber hier verpissen, Leute. Schnellstmöglich. Wunderbar. Und noch ein paar Rotröcke verkloppt. Besser kann es ja nicht laufen. Washington. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind. Und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein, sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Die Schlacht von Monmouth. Also Lee wird so oder so sterben.
Ups. Egal, ob durch unsere Hand oder durch die Hand von Washington. Könnte zwar noch eine Weile dauern. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 10 beendet. Na? Es ist was passiert, Desmond. Was? Abstergo hat dein Dad. Was? Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Oh nein. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich wusste immer, dass es dazu kommt. Nur nicht so bald. Ich frage mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil ihres Plans? Wollen sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten sie ihre neue Welt. Reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen. Das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann, keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Italien also. Finde ich interessant. Wer weiß, wo wir noch hinkommen werden. Dein Vater wird in einer der oberen Etagen sein, wo auch du festgehalten wurdest. Hinten in der Halle sind ein paar Aufzüge. Ach, ganz unauffällig. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das war eine schlechte Idee. Ganz unauffällig mit diesem Messer da an der Seite. Hier hat also Assassin's Creed 1 am Anfang gespielt, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist natürlich ganz unauffällig hier mit dieser Klinge an der rechten Hand, am Arm. Ich finde es irgendwie geil, dass man die heutige Zeit irgendwie immer mit in Betracht zieht bei Assassin's Creed 3, dass man ab und zu mal einen Abstecher macht in die heutige Zeit. Und da sind solche Wachmänner. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal hier rein. Und alles PCs von Abstergo. Abstergo ist wo sowas wie Apple. So in der Art. Nur halt fieser und voller Templer. Wer weiß, vielleicht... Ihre Waffen bitte und kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Lassen Sie mich durch. Bändigen Sie das Objekt bitte. Nochmal werde ich das mit mir nicht machen lassen, ihr Idioten. Ihr Penner hier. Fixer. Meine Fresse. So Leute, dann kommt mal her. Wer will noch? Wer will noch mal? Wer will, wer hat noch nicht? Blöde Arschwichser hier. Bam. Steigen einen Aufzug mitten in feindlichem Territorium? Nein. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf Ihre Geduld. Du musst den Rest des Weges klettern. Einfacher. Warum kann denn hier einfach...
Kann ich nicht einfach das Sicherheitssystem von Abstergo irgendwie hacken? Ich meine, naja, ist ja wurscht. Ja, lustiger Affe. Wie soll ich denn jetzt hier? Da geht's nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Vielleicht hier, weil das so eine Metallstange ist. Ah, hier an der Seite. So. Ich wette, oben wartet schon das Sicherheitsteam auf mich. Wir müssen ihn finden! Der kann nicht weit sein. Wo ist er? Ja, leckt's mich doch am Arsch hier. Bam. Schon gut. Ich aber. Bams, liebe Freunde. Bam, bitch, bam, nicht? So, die ganzen Kittel hier, die würde ich am liebsten auch mal hier mein Messer reinschieben. Also nicht, was ihr jetzt wieder denkt. Und da unten läuft die Propaganda von Abstergo. Aber ich würde mal denken, das war's wieder für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns sicherlich hier noch ein wenig umschauen. Und unseren Vater hoffentlich finden, hoffentlich lebend finden. Und ja, das werden wir dann alles in der nächsten Folge sehen. Bis dahin.